Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der letzten Folge Let's Play Train Simulator 2015, aber nicht die letzte Folge für diese Staffel, sondern die letzte Folge hier mit der BR 426 auf dem Weg zum Starnberger See. Ja, da haben wir es. Wieder ein paar Punkte bekommen. Und dann wollen wir auch gleich Gas geben, dass wir hier die Strecke zumindest noch ordentlich zu Ende fahren können. Nächster Halt ist Weilheim, Oberbayern auf Gleis 1. 331 Punkte habe ich schon gesammelt. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Sollen wir gleich erstmal hier schön das Gleis wechseln. Jawoll. Da können wir Vollgas geben. Der nächste Halt ist in 8 Kilometern. Fahrzeit ungefähr 4 Minuten. Wollen wir ordentlich Gas geben hier, dass wir auch schön pünktlich sind. Derzeit werden wir ca. 10 Sekunden früher erwartet. Soll ja auch so bleiben. Und wir wollen ja vorbildlich fahren. Ja, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass mit den Punkten funktioniert jetzt. Das liegt daran, dass man die erweiterten Fahreinstellungen benutzen muss. Ohne die gibt es ganz einfach keine Punkte. Man kann zwar die Karriere spielen, aber ja, es macht halt keinen Sinn. Man soll also richtig möglichst schwer spielen, damit die Punkte auch weltweit gleichmäßig, ja, mit allen Spielern weltweit verglichen werden können. Das ist übrigens auch neu jetzt, dass es da eine Tabelle gibt, wo man sowohl die eigene Freundesliste vergleichen kann, aber auch alle Spieler weltweit, die mit an diesem Spiel spielen. So. 138. 39, so ein bisschen aufpassen. Wir fahren immer noch bergab, dass wir hier nicht Geschwindigkeit überschreiten. Gott sei Dank fahren wir hier geradeaus, sonst wären wir wahrscheinlich ganz ordentlich aus der Weiche geflogen bei der Geschwindigkeit. Da vorne ist auch 100. Da müssen wir dann genau aufpassen. Hier noch keine Geschwindigkeitsanzeige. Immer noch 140. Die Leute wollen ruckzuck mit ihrem Picknickkorb zum Starnberger See, um das schöne Wetter hier zu genießen. Ja, sobald wir hier dann auch die Strecke mit der S-Bahn zu Ende haben, da werde ich mich mal auf ein anderes Terrain übergeben. Mal schauen, ob ich was Schönes für den Winter finde, vielleicht eine Strecke mit Schnee oder so. Mal schauen, was es da noch Feines gibt. Karriere spielen machen wir auf jeden Fall weiterhin. Mal schauen, wo uns das Spiel so hintreibt in den nächsten Wochen, in den nächsten Folgen. Ich lasse mich richtig überraschen. Ihr könnt ja auch gerne mitmachen. Einfach einen Comment da lassen, was ich als nächstes machen soll. Freue ich mich drüber. Und dann werde ich das dementsprechend gerne einplanen. So, jetzt müssen wir mal hier runter mit der Geschwindigkeit. Denn da ist 100. Jawohl, geschafft. Sehr gut. Schon mal bremsen.
gemütlich so zwischen 30 und 50% Bremskraft verwenden, dass man einigermaßen ordentlich zum Stillstand kommt. Überpünktlich sind wir auch 10 Sekunden früher als geplant. Jawohl. Und Türen auf. Gesundheit. Eieiei, die Leute werden schon krank hier. Geht ja mal gar nicht, ne? Ein kleiner, schöner Schnellzug. Die S-Bahn nach Starnberg. Schnuckelig. So ein kleiner, kurzer Triebwagen. Sieht doch fein aus. So, Türen zu. Oh, dann wollen wir wieder losfahren, ne? Da vorne ist 60. Da müssen wir etwas aufpassen. Auch keine Punkte jetzt verlieren, ne? Wäre ja schlecht. Fahrgäste habe ich auch, wie man hört. Auch heute begleiten mich wieder meine drei Vögel. Zwei im Käfig, einer im Kopf. Kurzum, ich bin nie allein. Wie sollte es auch anders sein? Schon 110 hier, wir können Gas geben. Sehr gut. Ist dann Tutzing Gleis 2 in 30 Kilometern. Das wird jetzt eine etwas längere Fahrt, so wie ich das sehe. Gut 7 Minuten. Voilà. Aufpassen. Geschwindigkeitsüberschreitung droht. Ja. Das war knapp. Ach, wieder die falsche Taste gedrückt. Gute 20 Minuten Fahrzeit. Mit Halt. Ich denke, das werden wir nicht packen. Also fahren wir bis zur nächsten Haltestelle. Ja, dann würde ich sagen, machen wir halt noch eine Folge, ne? Schon mal sehr zufrieden, dass zumindest hier die Grafikleistung deutlich besser ist als vorher. Auch Geschwindigkeitsübertretung. Aha. Jawohl, wunderbar. Minus 8 Punkte. Ach, bin nicht aufgepasst, zu viel geschwitzt. Na, man soll ja auch während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Achso, das war im Bus. Keine Sorge, Omsi spiele ich demnächst auch noch. Thank you.
mal, wie sie hier angeschossen kommt, die Bahn, hä? Ja, das ist doch mal eine saubere Fahrt hier. Und nochmal. Hier schön in der Voralpenregion. Ja, gehen wir wieder in die Fahrerkabine. Wir sind ja bald da. Bald ist zwar relativ noch 5 Kilometer. Erwartet werden wir um 13.57 Uhr. Wäre planmäßig. Wir sind ca. 30 Sekunden früher dran. Nur noch ein bisschen beschleunigen, dass wir noch ein bisschen früher sind. Ciao, ciao.